Escape room. Sprechen wir über Dankbarkeit. Ich bin, viele ahnen es bereits, zum Beispiel dankbar für meine Putzdame, die einmal die Woche kommt. Sie ist auch weniger eine Putzhilfe, sondern eher eine Zivilisationsrückgewinnungsexpertin. Und ich bin ihr dankbar. Ich bin ihr wirklich dankbar. Also normalerweise meine Küche, ey, das macht gar keine Putzfrau mehr. Da muss ein Tatortreiniger bestellen. Das kostet 1000 Euro. Unfassbar. Ich bin auch dankbar für die Zeit, die ich mit meinem Meerschweinchen hatte. Was finden Sie daran lustig, wenn ich fragen darf? Ich meine, Sie holen mir jetzt so ein Kalb ins Haus oder was? Das ist ja, mir geht's da, wenn Tiere, dann kompakte Tiere. Das ist schon. Und Meerschweinchen finde ich, Sie wissen schon, groß wie ein Snickers, liebe Tiere. So, ich bin auch dankbar für die Zeit, die ich mit meinem Meerschweinchen hatte. Wir konnten stundenlang herumtollen und spielen. Aber dann ist es irgendwie entwischt, wo die Tür aufgelassen oder so. Und da draußen überlebt so ein sanftes Tier nicht lange. Das macht schon traurig. Ich lenke mich dann ab. Neulich war ich zum Beispiel in einem sogenannten Escape Room. Kennen Sie das? Das ist so eine Art Spiel, aber für Erwachsene. Man zahlt pro Nase 30 Ocken Eintritt, dann wird man in so einen Raum eingeschlossen und muss unter irgendeinem Motto reißerische Rätsel lösen. Ist ganz, ganz toll. Also wirklich, die Räume sind dort dann perfekt so hergemacht. Ist großartig. Ich war in einem, der hieß, glaube ich, Giftgasanschlag auf Bochum. Wirklich. Sicher, sagen da manche, warum nicht? Aber das ist halt so ein Spiel. Der hieß wirklich Giftgasanschlag auf Bochum. Und das war spannend. Mit ganz tolle Rätsellösen und Hilfestellung, wenn man gar nicht weiterkam, erhält man dann von einem per Handfunkgerät von so einem Spieleleiter draußen. Das war ganz toll. Und macht unheimlich Laune. Ich wünschte, alle hätten so viel Spaß wie ich. Und so frage ich mich in letzter Zeit vermehrt, wie kann ich meinen Mitmenschen eine Freude machen? Und wäre es nicht toll, wenn sich Arbeit auch für andere Menschen nicht wie Arbeit anfühlen würde? Und wer würde das mehr verdienen als eben meine Putzfrau, Frau Schröder? Mittwoch, 14 Uhr. Es klingelt, Frau Schröder ist da. Sie ist schon ein bisschen älter und auch ein bisschen kurz angebunden. Ich kann nur 2 Stunden heute, sagt sie, dann holt mein Mann mich ab. Gewiss, erwidere ich. Frau Schröder betritt die Tür. Quatsch, gewiss, sage ich. Frau Schröder betritt die Küche. Wenn Sie da an der Stelle lachen, ist den Leuten nicht ganz klar, warum Sie das tun. Das klingt so, als hätten Sie in Siegburg noch nie das Wort Küche gehört. Ich lese die Stelle noch mal vor, okay? Weil das werden wir mal wegschneiden. Frau Schröder betritt die Tür. Wie sinnlos ist das? Sperrig mit Ihnen zu arbeiten, muss ich auch sagen. Es ist ein schöner Saal, aber es ist sperrig mit Ihnen zu arbeiten. Gewiss, sage ich. Ist Ihnen die Grillzange runtergefallen? Haben Sie das auch gehört? Was ist los bei Ihnen da? Gewiss, sage ich. Frau Schröder betritt die Küche. Los geht's. Ich schließe die Tür hinter ihr und stelle einen Stuhl unter die Klinke. Dann nehme ich das Funkgerät und sage, Frau Schröder, ich möchte ein Spiel spielen. Bitte nehmen Sie das Funkgerät. Ich höre es knarzen an Frau Schröder. Wie bitte? Dies ist Ihr Escape Room. Willkommen in die Spüle des Verderbens. Finden Sie Hinweise, um zu entkommen. Sie haben 1 Stunde. Was? Ich höre, sie versucht, die Klinke zu drücken. Öffnen Sie sofort die Tür oder ich rufe meinen Mann an. Noch 58 Minuten, Frau Schröder. Over. Ich setze mich auf die Couch. Aus der Küche höre ich es scheppern. Kleiner Tipp, sage ich. Kühlschrank. Over. 1 Minute verstreicht, dann meldet sich Frau Schröder. Im Kühlschrank liegt ein Lampenschirm. Das ist ein halbes Hähnchen, das wollte ich noch zu Ende essen. Machen Sie weiter. Over. Was für ein spannendes Spiel, denke ich. Es klingelt an der Tür. Wer ist das denn? Ich öffne, 2 Damen in Strick. Sie sagen, guten Tag, wir würden gern mit Ihnen über Gott sprechen.
Über Gott sprechen, sage ich im Ernst. Sie nicken feierlich. Ich denke kurz nach, dann sage ich, herein, spaziert, und führe sie ins Bad. Ich gehe raus und blockiere die Tür. Und dann stelle ich das Funkgerät auf Kanal 2. Hallo, sage ich. Es knarzt dann eine der Damen. Was soll das? Hier ist Gott, sage ich. Was? Ihr sollt doch nicht mit Fremden über mich reden. Wie bitte? Egal, willkommen zu Kochwäsche der Apokalypse. Moment, ich stelle auf Kanal 1. Frau Schröder, wie läuft's? In der Kaffeemaschine ist Moos. Das ist ein Experiment. Ich teste, wie lange Kaffeepulver braucht, um sich in grünen Tee zu verwandeln. Es stinkt. Es fermentiert. Over. Es klingelt schon wieder. Allmählich wird's anstrengend. Moment. Es ist Frau Schröders Mann. Sagen Sie es rundheraus, bellt er. Halten Sie meine Frau in der Küche fest. Ivo, ich mache eine einladende Handbewegung. Sie ist im Bad. Herr Schröder marschiert los. Ich nehme das Funkgerät Kanal 2. Hier ist nochmal Gott. Ich komme jetzt rein. Zurück zu Kanal 1. Frau Schröder, haben Sie bereits was herausgefunden? Es knarzt. Ja, hier wohnt eine absolute Potsau. Wahren Sie Funkdisziplin. In diesem Moment tritt Herr Schröder von Ihnen die Badezimmertür ein. Die Stimmung kippt. Ich habe einen Hinweis, kreischt Frau Schröder durchs Funkgerät. Na schön. Es war nicht der Kaffee, der so stinkt. Sondern? In der Spülmaschine ist ein totes Meerschweinchen. Scheiße, denke ich. Deswegen hat das so gequietscht. Ich dachte, das wäre nicht Scharniere. Herr Schröder stürzt in den Flur, die beiden Damen folgen ihm sichtlich zerrüttet. Er stapft zur Küche und befreit seine Gattin. Die beiden Jehova-Matronen zeigen auf Herrn Schröder und rufen, dieser Mann ist nicht Gott. Stimmt, sagt Herr Schröder, ich bin Moses und habe gerade die Tür geteilt. Und Sie, Herr Sträter, erwartet einen Prozess wegen Freiheitsberaubung. Genau, kreischen die Frauen, wir sind Zeugen. Das ist lustig, sage ich, aber Das war nur ein Spiel. Niemand sagt etwas. Apropos, sage ich, ich bekomme dann pro Nase 30 Ocken. Habe ich natürlich nicht gekriegt. Ist auch okay, ich wollte nur Freude bereiten. Wie ich schon sagte, Traurigkeit kriege ich in den Griff. Aber wenn mich etwas runterzieht, dann ist das Undankbarkeit. Undankbarkeit und tote Meerschweinchen, natürlich. Dankeschön. So, das hätten wir.